Guten Tag, herzlich willkommen zum nächsten Unboxing-Video der Jedi-Bibliothek. Wie ihr seht, haben wir heute William Shakespeare auf dem Programm, beziehungsweise Ian Döschers Adaptation der Star Wars-Saga in William Shakespeares Stil. Und da ist jetzt vor wenigen Tagen eine englische Komplettbox erschienen, die, wie ich vermute, in diesem ungeöffneten Paket ist. Wollen wir uns das Teil doch mal anschauen. Will nicht so recht aufgehen hier. Danke für die Verpackung, Amazon. So, haben wir es. Ja, weg. Wir sehen die Box mit dem unlängst enthüllten Artwork von Nicolas Delors. Ja. Sieht doch mal ganz nett aus. Also ich habe von manchen Leuten gehört, das Artwork sähe zu comic-mäßig aus und nicht sehr nach dem Shakespeare-Stil. Das jetzt mal neben dran hält. Okay, ein bisschen was ist da schon dran. Aber ich finde, es passt immer noch schön rein. Vor allem, dass sie auch schön koloriert ist. Machen wir da mal auf. Also oben die Titel der drei Einzelbände. Verily a New Hope, The Empire Striketh Back und The Jedi Doth Return. Ich habe bisher nur den ersten Band gelesen. Die anderen, da wollte ich warten. Sehr schön. Hier die Rückseite. Der Zettel geht ab. Dann haben wir hier die Schurken. Jabba, Palpatine, Tarkin, sogar die Jawas. Die ja wohl eher für R2-D2 die Schurken waren. Ansonsten eher nicht. Ja. Wir haben die drei bekannten Bücher. Und wir haben das Poster. Okay. Dieses Poster ist quasi das komplette Umschlag-Artwork. Noch ein bisschen erweitert. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt komplett in die Kamera bekomme. Ich kann es hier mal so durchgehen lassen hier. Zur Not gibt es das Bild auch auf unserer Homepage. Es ist ein bisschen kleiner als gedacht, also ich weiß nicht, es hängt, ist eher so ein Banner zum Aufhängen als ein richtiges Poster. Passt dafür aber auch wunderbar in die Box mit den drei Büchern. Ja, was gibt es da groß noch zu sagen? Also kauft euch das, wenn ihr die Bücher noch nicht habt. Also ich finde sie sehr lesenswert. Der Kollege Joshua hat die auch ausführlich rezensiert. Okay, jetzt muss ich das hier wieder reinbekommen. Wie ihr seht, ach, das mache ich danach. Wie ihr seht, habe ich allerdings hier diesen ersten Band schon mehrfach. Das hat eine ganz witzige Geschichte. Also einmal habe ich den signiert vom Autor gewonnen. Den behalte ich. Allerdings hat Quirkbooks uns noch eine Ausgabe des ersten Bandes zur Verfügung gestellt. Nicht signiert, aber in Top-Zustand direkt vom Verlag und die möchten wir doch unters Volk bringen. Wie genau ihr die gewinnen könnt, verraten wir euch auf unserer Homepage www.jedi-bibliothek.de. Man sieht sich dort. Danke für eure Aufmerksamkeit.